Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Lapras, lange nicht gesehen. Zu lange, Knuddeluff. Gut, siehst du aus. Geht es Plaudergei auch gut? Ja, sehr gut. Freut mich zu hören. Ich wollte dir schon mal danken, schon immer danken. Ich weiß, dein Versprechen sehr zu schätzen, dass du es all die Jahre gehalten hast. Kein Problem, nicht der Rede wert. Aber heute bin ich wegen dieses Versprechens zu dir gekommen. Unsere Situation erlaubt es nicht, dass wir uns an dieses Versprechen halten. Du weißt vermutlich warum. Also erzähl mir bitte was. Und zwar über dieses seltsame Muster, das wir damals gesehen haben. Okay. Der nächste Morgen. Aufgestanden hab dafür, es ist morgen! Ja, guten Morgen. Nicht speichern! Dim, 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 dim. Und deshalb, wie ihr euch alle wohl bewusst seid, deshalb ist der Guildmeister noch nicht von dem Gang zurück. Trotzdem habe ich die Absicht, wie vorgesehen, die Salzwasserhöhle aufzubrechen. Okay. Hey, wo wollte der Guildmeister überhaupt hin? Woher sollte ich das wissen? Können wir das ohne den Guildmeister machen? Kein Problem, es gibt überhaupt keinen Grund für eure Bedenken. Der Guildmeister muss entschieden haben, dass wir bis auf Weiteres auch ohne ihn auskommen. Darum ist er bis jetzt nicht nach Hause gekommen. Außerdem habt ihr in Abwesenheit des Guildmeisters... Ja, mich! Ich kann euch anführen! Warum sagt er lieber etwas? Das kann nicht wahr sein. Glaubt ihr alle, ich wäre nicht dazu in der Lage. Leute, raus mit der Sprache. Bin ich vielleicht unzulänglich? Oder erscheine ich euch gar nutzlos? Nein, das würde ich nie sagen. Donnerwetter, heuer. Wenn der Guildmeister nicht hier ist, fühle ich mich weniger sicher. Hey, ihr kennt doch den Guildmeister. Es ist schwer, zu durchschauen. Aber hey, es wird sich schon zeigen, wenn die Dinge schwierig werden. Aber der Guildmeister ist jetzt nicht hier und daher müssen wir die Verantwortung übernehmen und in seinem Sinne handeln. Ja, das stimmt. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Aufgabe auch alleine erledigen können. Machen wir es auf eigene Faust. Du hast recht! Wir können uns nicht immer auf den Guildmeister verlassen. Oh ja, richtige Einstellung. Geben wir unser Bestes. Plaudergei. Der Guildmeister ist abwesend. Es gibt nur einen unter uns, der uns anführen kann. Und das bist du, Plaudergei. Ja, wie? Wer ich? Selbstverständlich, du hast es gerade selbst gesagt. Du sagtest, wir seien auf der sicheren Seite, weil du uns anführen könntest. Geh voran, führe uns, Plaudergei. Sei unser Führer. Richtig so. Richtig so. Führe uns an, hey. Ja, jawohl, ja, ich zähle auf dich, ja. Leute, ihr könnt immer auf mich zählen, wenn die Dinge so schlecht stehen. Was ist los, Plaudergei? Gib endlich den Startschuss! Ich weiß. Wir fangen jetzt an. Wir werden zu einer Erkundung in die Salzwasserhöhle aufbrechen. Leute, vollbringen wir gemeinsam Großes. Hurra! Ah ne, hurra! Yeah, wow, tschuau! Yeah. Hört mir alle zu. Dies ist der Eingang zur Salzwasserhöhle. Euer Ziel ist es, auf die tiefste Ebene dieses Dungeons zu gelangen. Dort findet man die gleichen seltsamen Muster wie auf dem Reliktfragment des Dragonheart. Allerdings lauert dort ein extrem boshaftes Pokémon. Oh, extrem boshaft. Oh, ja. Herr Donnerwetter, das hört sich schrecklich an. Oh. Hey, Plaudergei. Ja, was gibt es? Ja, gestern hat der Guildmeister etwas über dieses Pokémon erzählt. Aber du, Plaudergei, scheinst genauso viel über den Dungeon zu wissen. Hey. Plaudergei, ist es möglich, dass du schon einmal hier warst? Ja, so ist es. Ich bin schon einmal hergekommen. Ich habe hier vor langer Zeit eine Erkundung durchgeführt, zusammen mit dem Guildmeister. Tief in dieser Höhle haben wir diese seltsamen Muster gesehen. Damals erschien dieses brutale Pokémon. Also, wie waren die denn so? Brutal, sagst du? Das weiß ich gar nicht mehr. Das weißt du nicht mehr? Ja, aber ich schäme mich, das zuzugeben. Sie haben uns ohne Vorwarnung aus dem Nichts angegriffen.
Ich ging zu Boden, bevor ich irgendwas tun konnte. Hier ist so eine behinderte Fliege. So eine Mini-Fruchtfliege oder so. Genau vor meinen Augen. Als ich zu mir kam, versorgte der Gildenmeister meine Wunden. Aber ich kann mich an die davor liegenden Eigendissen nicht erinnern. Also kann ich euch nichts Näheres über die Angreifer sagen. Mann, die Fruchtfliege, geh weg! Mann! Hab ich? Ich glaube, ich hab sie. Aber damit kommen wir nicht weiter. Wir wissen also nicht, mit welcher Art von Gegnern wir es zu tun haben. Dann sollten wir vorsichtig vorgehen. Wartet mal. Hey, Plauderguy. Zuerst sagtest du, es gäbe dort ein boshaftes Pokémon. Dann sagtest du, sie hätten dich angegriffen. Gibt es mehr als eins? Mann, ich hab diese Fruchtfliege doch nicht erledigt. Oh. Nein, es war nicht nur eins. Es gab da ein extrem boshaftes Pokémon, aber es war nicht alleine. Als sie angriffen, oh, jetzt erinnere ich mich, sie griffen alle auf einmal an. Wasser schlug auf mich ein. Eine Flutwelle, Mann, diese Fliege! Warum denn immer während der Aufnahme? Sonst nie, nur während der Aufnahme. Wie eine Flutwelle? Na, das könnte Attacken vom Typ Wasser bedeuten. Aber wir Boden-Pokémon mögen Wasser überhaupt nicht. Ich hoffe, wir müssen gegen keinen solchen Gegner kämpfen. Es wäre furchtbar, gefährlich, auf eigene Faust zu versuchen. Ja, das stimmt. Wir sollten uns zur Erkundung der Höhle in mehrere Gruppen aufteilen. Oh, jawohl, ja. Und das machen wir doch noch, bitte. Hey, wir sollten Teams bilden, die nicht nur aus einem bestimmten Typ bestehen. Ja, ihr beiden, erinnert ihr euch daran, dass der Game Master gestern sagte? Die zwei Mitglieder von Team Pokémon müssen in meiner Gruppe sein. Deswegen werdet ihr mich begleiten, wenn wir diese Höhle erkunden. Verstanden? Ich kann mich darauf verlassen, dass ihr mich nicht zu sehr aufhaltet. Na, wir dich, du uns. Wartet nicht, dass ich alles für euch erledige. Ihr müsst euch schon auf euch selbst aufpassen. Ja, verstanden. Alles klar, Leute. Erobern wir die Salzwasserhöhle. Lasst uns alle gehen. Ja, alles geben. Hurra, yeah, Geil. Das Problem ist, dass... Hey, Boss. Sieht so aus, als wäre eine Limme. Da geht alles schon drin. Ich will ihn folgen. Tja, hört sich gut an. Wir verfolgen sie, aber lasst uns dabei unentdeckt bleiben. Wenn die Zeit gekommen ist, irgendwo im Inneren der Höhle, dann schnappen wir uns dieses erbärmliche Reliktfragment von Dragon. Danach flitzen wir zum tiefsten Teil der Höhle. Wir werden allen Ruhm für die Lösung des Rätsels einsacken. Ja, brillant, Boss. Dein Plan ist perfekt. Tja, natürlich. Sei es drum. Wir werden es sein, Team Totenkopf. Wir werden diejenigen sein, die zum verborgenen Land gehen. Wow. Tja, Das einzige Problem ist, dass Knackleon nicht dabei ist. Mann, unser liebes kleines Knackleon. Hallo, Krabi. Oh, Krabi. Hallo, Krabi. Süß. Knuffiges Viech. Plaudergeist ist Level 36. Wow. Ich habe erwartet, dass der ein bisschen mehr Level hat. Aus dem Grund, weil... Ich meine... Der ist schon ein bisschen länger in dem... Alter, alles dagegen daneben. Ein bisschen länger in dem Business. Kann ich mir Plaudergeist Attacken ansehen? Nein, kann ich natürlich nicht. Mann. Doch, warte. Kann ich das doch machen, oder nicht? Team? Plaudergeist? Nein, natürlich nicht. Dein Ernst? Ich will mir doch nur seine Attacken ansehen, Mensch. Er hat auf jeden Fall Schnabel, so viel weiß ich jetzt. Das war ein One-Hit, lol. Und Furienschlag, okay. Furienschlag ist super. Dim. Dim, 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 dim. Ach ja. Ich find's irgendwie, also an sich ist im Mystery Dungeon meistens total unnötig, einen dritten Teampartner ins Team zu holen. Weil man ihn auf so viele Erkundungen oder auf so viele Wege gar nicht mitnehmen kann. So viele Sachen. Erkundungen und Missionen und was auch immer. So, das ist total doof. Ich weiß nicht, das hat mich schon immer gestört am Mystery Dungeon. Ich meine, Mystery Dungeon 1 konnte man den Teampartner zum Beispiel nicht mehr zur Flucht nehmen. Und das hat viele Level, da haben viele Level dann gefehlt. Und jetzt zum Beispiel nicht mit in die Zukunft. Das kann ich noch ein bisschen nachvollziehen. Aber jetzt auch nicht auf diese Mission zum Beispiel. Und ich weiß gar nicht, ob man ihn auch zum verborgenen Land mitnehmen kann oder nicht. Das ist, wenn nicht, dann das ist, weiß ich nicht, total doof. Dann lohnt es sich gar nicht vor Ende der Story irgendwie sich einen Teampartner anzulegen. Das ist, weiß ich nicht, ich find's kacke. Ich find's richtig, richtig kacke. Aber was soll's. Kann ich nicht ändern. Ich hab Schluck auf. Glaube ich. Oder ich muss gleich rülpsen. Ich weiß nicht. Eins von beiden. Oh, gut, dass Aurora-Stahl daneben ging. Mann! Danke.
Und zack. Schreck zurück, schöne Sache. Ein Band? EP-Band, EP-Band. Ich glaube, das sollte ich dann definitiv Knackleon geben. Weil dem ja echt einige Level fehlen. Kriegt da ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Das ist schön. Das wäre, glaube ich, gut vom Vorteil. Alter, wo müssen wir denn hin? Echt jetzt? Natürlich müssen wir dahin. Dragonier? Wow, cool. Dein Ernst? Ich kann mich gar nicht bewegen, ne? Nee. Schicke Box. Hallo. Wir sind schon in der Mitte des Dungeons? Was? Wir sind ziemlich weit ins Innere der Höhle vorgedrungen. Hey, Plauderguy, kommen wir der Stelle näher an der du dieses Muster gesehen hast? Ja, wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Allerdings, wie schon gesagt, jeder Schritt führt uns auch diesen boshaften Pokémon entgegen. Ja, und wir müssen vorsichtig sein und die Augen offen halten. Aber wir müssen nicht mehr weit gehen. Lass uns am Ball bleiben, Doki. Aua. Ups, Entschuldigung. Hey. Lange Schwächlinge. Oh, ihr seid diese nette Team, nicht wahr? Na, ist es das? Das Reliktfragment? Ja, das ist... Tja, ich nehme das an mich. Hey. Jetzt bist du zum zweiten Mal deshalb ausgeraubt. Du lernst es eben nicht, so viel steht fest. Warte bitte. Ich fürchte, ich kann dem Ganzen nicht folgen. Warum seid ihr denn überhaupt hier? Wir haben keinen von Jotunkopf gesehen, seit ihr bei der Expedition plötzlich verschwunden seid. Es war um euer Wohlbefinden besorgt. Besorgt wie? Tja, eure Gilde ist voller Glut. Gutgläubiger Trotze, die darauf warten, geschröpft zu werden. Dein Verhalten, deine Sprache sind auf einmal so ungehobelt. Plauderguy, sie haben die Gilde die ganze Zeit getäuscht. Sie sind ein schlechtes Erkundungsteam. Team Totenkopf besteht aus einem Haufen krummer Hunde. Was? Ah, stimmt das? Wow, was denn noch? Man muss schon unbeschreiblich naiv sein, sich so lange täuschen zu lassen. Naja, wir haben jetzt das Reliktfragment. Jetzt müssen wir nur noch zum verborgenen Land gehen. Heult euch doch die Augen aus, ihr Schwächlinge. Anstatt, dass wir sie aufhalten oder so, nein. Einfach stehen bleiben und nachgucken. Diese miesen Schufte. Mich zum Lachen zu halten. Damit werden sie nicht durchkommen. Ich werde ihnen zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Genau, auf die Expedition konnten wir damals unser Teampartner auch nicht mitnehmen. Da hatten wir zwar noch keinen, aber ich meine nur. Hey, warte, Plauderguy. Ja, er ist weg. Plauderguy war so aufgebracht. Ich hoffe, ihm wird nichts zustoßen. Ich meine, hier lauern überall diese boshaften Pokémon, von denen er uns erzählt hat. Nicht nur das, wir müssen auch mein Reliktfragment von Skuntank zurückholen. Ja, wir sollten uns auch beeilen. Ja, und deswegen speichern wir auch nicht. Ja, nur deswegen. Nicht, weil die Speicherzeiten immer so mega lange sind, nein. Nur weil wir uns beeilen müssen. Hallo, Treppe. Ein Stern, du! Wie süß. Was ist das nochmal für ein Pokémon? Walreiser, genau. Walreiser war's. Hallo, nochmal Stern, du. Dein Ernst? Dein Ernst? Alles ging daneben. Manu. Eine TM. Bodyguard. Dein Ernst? Genau sowas brauchen wir nicht. Mensch. Klargummi. Behalten wir was für Knackleon? Wir behalten es für Knackleon. Hallo. Stern, du. Ich habe das Gefühl, wir finden ja ziemlich viele Orangegummis allgemein, ne? Weil sonst hätte Dragon ja nicht so einen hohen IQ. Also noch einen höher als wir. Das ist... Ja, wir finden ziemlich viele Orangegummis. Oder haben ziemlich viele gefunden. Nein, ich will erstmal bekämpfen wir die. Das glaube ich. Cooler. Besiegt. Zack. Schreck zurück, schöne Sache. Nice. Schöne Erfahrungspunkte snacken. Ich meine, ich will haben. Obwohl, das sind nur Orbs. Na, die sind egal. Hätten wir mal jetzt unseren Meliori-Orb dabei, ne? Hallo. Na, danke, Dragon. Ich will nicht da lang. Ich will hier lang. Hey, Dragonier. Das war Fail. Ich wollte eigentlich angreifen. Und hallo, Stern, du.
zack. Oh, schöne Sache. Schöne Sache. Wir sind schon echt... Alter, echt? Der Dungeon war ziemlich kurz. Nun, wir sind tief hinabgestiegen, aber wir haben weder zu Plaudergei noch zu dem Team Poker... noch... Weder zu Plaudergei noch zu Team Totenkopf aufgeholt. Meine Güte. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber dieser Ort, es ist furchtbar heiß und feucht hier. Nee. Hey, ich hab da drüben was eine Stimme gehört. Gehen wir, Doki. Ist es Plaudergei? Ich glaub schon. Nee, die. Lol. Wow, es ist Team Totenkopf. Aber was ist mit euch geschehen, Leute? Nein, seid ihr von einer geheimnisvollen Truppe von Gegnern angegriffen worden? Boah, dann hast du dich freisehen können. Wäre hilfreich gewesen, das zu wissen. Nicht, dass ihr es uns erzählt hättet. Skuntank, alles okay mit dir? Tja, wir sind eure Gnade ausgeliefert. Du fragst mich, ob wir okay sind? Wie ekelregend großzügig könnt ihr Trottel denn noch sein? Wir lassen niemanden zurück, wenn er verletzt ist. Tja, eure Sorge zielt ins Leere. Wir kommen wieder auf die Beine. Dieser aufgeblasene Plaudergei, er hat mich genug geärgert, damit ich durchhalte. Was hat Plaudergei getan? Das hat er getan. Dieser Plaudergei kam erst lange, nachdem wir niedergestreckt wurden, vorbei. Als er uns am Boden liegen sah, da beschimpfte er uns mit einer Reihe sehr gewählter Worte. Tja, nach seiner Schimpftirade ging er seines Weges. Was er über uns gesagt hat, ich sehe immer noch rot. Ich schäume so sehr vor Wut, dass ich auf keinen Fall hier aufgeben will. Ich komme hier raus und wenn ich kriechen muss, damit ich es diesen Plaudergei hemmt sein kann. Aber bei längerem Nachdenken, wir waren nah am Aufgeben, als dieser Plaudergei mit seiner Schimpferei rettete. Tja. Aber auch wenn ihr sagt, ihr werdet gerettet worden, ihr seht aus, als hättet ihr immer noch starke Schmerzen. Tja, wir waren all die Zeit gemein zu euch. Unseretwegen musstet ihr ein paar ziemlich schlimme Dinge durchmachen. Aber ihr zwei könnt immer noch dazu durchringen, euch um Leute wie unser eins zu sorgen. Ja. Ja, ihr habt uns mit der einen oder anderen Sache wirklich wütend gemacht. Aber wenn wir euch so am Boden liegen sehen, dann können wir nicht einfach so vorbeigehen. Tja. Hey, das Reliktfragment. Tja, ups. Das ist uns gar nicht meine Art. Das Reliktfragment muss mir aus der Hand gerutscht sein. Tja. Und ich kann mich immer noch nicht bewegen. Dragon wird es zurückstehen. Tja. Skuntank. Ich habe das Reliktfragment nur aus Versehen fallen lassen. Du kannst es jetzt aufheben oder auch nicht. Skuntank, danke. Wofür denn Dank? Beim nächsten Mal greifen wir wieder auf unsere alten Tricks zurück, um mit euch aufzunehmen. Ach ja, verschwendet nicht eure Zeit damit, euch uns Sorgen zu machen. Ihr solltet euch lieber Sorgen um Plaudergei machen. Ja, das stimmt nicht. Ja, das stimmt. Was? Wo ist Plaudergei hingegangen? Er ist tiefer hinuntergegangen. Er ist hinter diesen Gegnern her. Ihr zwei solltet euch beeilen und ihm hinterhergehen. Danke, Skuntank. Wir gehen tiefer hinein und nehmen es mit ihnen auf. Skuntank, sieh zu, dass du dein Team hier rausbringst und nicht aufgeben. Ja, ich verbitte mir so eine Bevormundung von Team Totenkopf. Wir müssen gehen, Doki. Ja, sollten wir. Ihr beide, könnt ihr euch bewegen? Das ist nicht dein Ernst. Die Art, wie sie uns zerlegt haben, ich bin immer noch zu erledigt. Ja, das war's also. Wir geben bestimmt einen schlimmen Anblick ab. Tja. Wow, aber Boss, mir gefällt es, wie du das bis zum Schluss für dich behalten hast. Dass du auch eine gute Seite hast. Du hast dich rehabilitiert. Klappe halten. Tja. Aber ehrlich gesagt, Boss, sollte man dazu noch etwas sagen. Klappe zu. Tja. Okay. So, hier beenden wir aber erstmal den Part, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.